Warm machen beim Basketballtraining in Norderstedt. Die 18-jährige Marlene Arndt spielt seit 2 Jahren mit, bei den Mad Dogs. Eine Freizeitmannschaft. Die Stammspieler, Sportler mit Behinderung. Hier sind die Neuen immer die Spieler ohne Behinderung. Marlene erinnert sich noch genau an ihr erstes Training. Eigentlich war für mich so ein bisschen der Schlüsselmoment, als Maike, also unsere Trainerin, mich nach dem Training fragte und sagte, ja, wer von denen ist denn jetzt behindert? Was würdest du denn jetzt sagen? Ich konnte es nicht endgültig sagen, wer jetzt von denen behindert ist, weil auch unsere Behinderten oder wie wir sie ja nennen, Athleten, spielen haben halt so eine hohe Spielklasse teilweise, dass man das nicht einschätzen kann, ob sie jetzt behindert sind oder nicht. Letztendlich sind wir alle irgendwo in irgendeinem Bereich des Lebens behindert, wo wir halt einfach nicht so unsere Stärken haben. Und so ist das hier halt auch. 90 Minuten Training, jeden Dienstag. Heute die letzte Trainingseinheit vor dem großen Turnier. In 4 Tagen geht es nach Kiel, zum Integrationssportfest. Die Norderstedter wollen unter die ersten 3. Punkt gelb, bravo. Kurze Auszeit. In der Abstimmung hapert es noch. Der nächste Spielzug muss klappen. Aushelfen, wichtig. Dann, wenn wir den Ball haben, wenn Ball zu mir und ihr lauft nach vorne. Und dann elfengleich einen Korblauf machen. Und denkt dran, nur tippen jetzt, ne? So, auf geht's nach vorne! Marlene ist Point Guard, trägt viel Verantwortung. Sie treibt die Mannschaft an, verteilt die Bälle. Oh. Schön, gut, super, Carsten. Schön verteidigt, Torstelchen. Super. In die freien Räume gelaufen, nachgesetzt, das sah wirklich gut aus. Das kommt auch Samstag, ja? Das kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Ja? Also das war echt gut. Mal Missverständnisse noch. Das ist, glaube ich, auch Aufregung. Ist halt eine Kamera da, ne? Aber es ist eigentlich eine ganz gute Probe so vorm Turnier. Und ich denke, wichtig ist jetzt, was Maike noch zum Abschluss noch mal gesagt hat, um halt die Aufregung vorher schon zu nehmen, dass sie auch alle gut schlafen die Nacht vorher. Und nee, ich habe aber jetzt ein ganz gutes Gefühl. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt heute. Ja. Who let the dogs out? Who? War das zu laut oder zu leise? Ein paar Tage später. Turnier in Kiel. Die Mad Dogs machen sich draußen warm. Trainerin Maike Rotermund feilt an den letzten Details. So, Bälle da drüber, Doppelpässe, Korbleger. Normalerweise spielen in jeder Mannschaft 3 behinderte und 2 nicht behinderte Sportler. Für dieses Turnier gelten andere Regeln. Einige Mannschaften treten ohne behinderte Spieler an. Siegen wird sicher kein Spaziergang. Dann ist es endlich soweit. Das erste Spiel steht an. So, warte, Zopf noch mal richten, ne? Also ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich hoffe, dass es nicht gleich ganz so chaotisch losgeht. Und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Beim Warmwerfen sind wir jetzt auch noch mal runtergekommen und sollte passen. Aber ich muss jetzt zum Team. Auf geht's. Marlene kommt gut ins Spiel, macht die ersten Körbe. Aber der Gegner lässt sich nicht beeindrucken. Holt auf. Das Spiel verloren. Jetzt gleich das nächste Spiel wird dann noch ein bisschen ruhiger. Da haben wir dann auch eher noch eine Chance. Mal gucken. Bin gespannt. Die Mad Dogs spielen gut, aber die Gegenspieler sind oft einen Kopf größer, körperlich überlegen. Am Ende heißt es 3 Spiele, 3 Niederlagen. Wenn der Schiri pfeift, dann pfeift er das. Das ist egal, wie weil der übergibt nämlich da hinten den Ball. Und solange ihr noch diskutiert, machen die da vorne schon 3 Körbe. Die sind nämlich schnell. 2. Ohne Sieg nach Hause fahren? Kaum vorstellbar. Im letzten Spiel geht es jetzt um alles. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance jetzt nochmal. Wenn wir jetzt die letzten Kräfte nochmal mobilisieren können, dann wird das, ja. Jan, du nimmst ihn? Ja. Thorsten, da hinten noch. Die Mannschaft fightet, wird angetrieben von der Trainerin. Jan, Arme hoch, komm! Sehr gut, Jan! Super!
hauchte eine Führung zum Seitenwechsel. Angespannte Stimmung. Mal gucken, im Moment führen wir mit 2 Punkten, aber das ist halt nichts. Es wird schon. Ich glaube daran. Wir müssen jetzt Gas geben. Jetzt heißt es, die letzten Minuten überstehen, 2 Kämpfe gewinnen, die entscheidenden Punkte machen. Schlusspfiff. 15:12 für die Mad Dogs. Ein hart erkämpfter, verdienter Sieg der Norderstädter. Ja, ich mach noch 15. Hat Spaß gemacht. War das für das Team jetzt auch noch mal wichtig, selbst wenn wir nicht gewonnen hätten. Aber einfach der Teamzusammenhalt war halt super. Haben sich alle gut miteinander verstanden. Und ja, aber schön, dass wir jetzt noch mal gewonnen haben. Platz 4 und für jeden eine Medaille. Ein erfolgreiches Turnier und ganz sicher auch ein Sieg für den Integrationssport. Wenn man mich lässt. So, dann kommen wir zu den letzten 3 Plätzen. Und zwar